Ja, moin Leute, willkommen auf meinem Kanal barclafts.com. Wir machen weiter in der Reihe Panzer äh, und Berichte von Panzerleuten und Tagebucheinträge und Briefe nach Hause und äh, Gefechtsberichte und so weiter und so fort. Und in diesem Zusammenhang habe ich Folgendes gefunden. Und zwar habe ich eine, äh, ja, ich nenne es mal so, ich habe ein paar Feldpostbriefe gefunden die ein oberleutnant und kompanieführer eines panzerregimentes an seine braut geschrieben hat und daraus auszüge wollte ich euch mal ja zum besten geben hier wollte ich mal vortragen weil man anhand dieser feldpostbriefe die knallharte realität der panzerleute an der front erkennen kann. Diese Briefe sind in relativ kurzen Abständen geschrieben. Ich müsste nochmal genau nach den Daten gucken. Ähm, aber das spielt sich alles innerhalb von zwei Monaten ab, wo er diese Briefe geschrieben hat. Und was dieser Oberleutnant mit, also er selber und seine Truppen da erlebt haben und gemacht haben, das spiegelt die Härte der Kämpfe an der Ostfront wider und auch die Verluste. Und ähm, wenn wir jetzt mal rüberschielen zu dem Tagebuch von Rudolf, äh, wo ja wirklich viel Kampf beschrieben ist und, und jeden Tag ran an Feind und so weiter, es ist es natürlich nicht jeden Tag, aber es sind ja auch nur Auszüge. Da kann man hier mit diesen Feldpostbriefen an seine Braut Tatsächlich mal sehen, was da los war. Also, das ist kein Einzelfall, was hier passiert, so wie der, der normale Infanterist, der vielleicht eine Woche an der Front war und dann vielleicht auch eine Woche im Hinterland. Die Panzerleute die mussten ja ständig ran, weil die sind vorgefahren, haben gekämpft, sind zurückgefahren, haben einen Tag aufmunitioniert und repariert und sind wieder vorgefahren. Also, die waren ja ständig am Feind. Und das, finde ich, sieht man hier aus diesen Briefen ganz extrem. Ich werde das hier einfach mal vortragen. Die Bilder gehören natürlich nicht dazu im Hintergrund, die ihr seht, das ist nur so ein bisschen zur Untermalung. Ich weiß, auch nicht genau, welcher Panzertyp das ist. Ich gehe davon aus, dass es entweder ein Panzer 4 kurz oder Panzer 4 lang ist. Wahrscheinlich eher ein Panzer 4 lang, also mit einer 75 er kanone Aber das müsste man noch mal genau eruieren. Wichtig ist eigentlich der Inhalt dieser Feldpostbriefe. Deswegen äh, steigen wir jetzt mal ein, was dieser junge Oberleutnant dort äh, von der Front erzählt. Ostfront, Juli 1943. Auszug aus den Briefen eines jungen Kompanieführers in einem Panzerregiment. Mir selbst kannst du wohl auch zweimal zum Geburtstag gratulieren. Und zwar brannte vorgestern, nach vielen Packtreffern, mein Chefpanzer vollständig aus. Und gestern lief ich mit dem neuen Panzer auf drei Minen. Außer leichten Prellungen ist mir nicht viel passiert. Allerdings habe ich mein ganzes Zeug verloren, so dass ich jetzt ohne Abzeichen wie ein Panzerschütze herumlaufe. Wie ich bei dieser Geschichte noch heil aus dem Panzer gekommen bin, ist mir auch heute noch nicht ganz klar. Während dieser Zeit haben wir eine ganze Anzahl eigener Panzer verloren, aber zum Glück wenig Tote und Verwundete gehabt. Äußerlich sehe ich wie ein Schwerverbrecher aus, dreckig mit aufgesprungenen Lippen und durch die vielen Wachen, von den vom Staub geröteten Augen, wird es nicht besser. Trotz aller Anstrengungen fühle ich mich aber doch sehr wohl. Ein paar Tage später. Weil ich selbst nicht schreiben kann, wird ein Kamerad einen Gruß zu Papier bringen. Zurzeit bin ich in einem Lazarett in Tscharkow. Gestern wurde ich zweimal verwundet, und zwar am Morgen durch Artilleriesplitter am Kinn und gegen Abend durch Packsplitter am rechten Unterarm. Zwar ist die Wunde ganz schön groß, Jedoch hat die Röntgenaufnahme ergeben, dass der Knochen nicht gesplittert ist. Aus diesem Grunde und weil die Kompanie mich unbedingt braucht, werde ich heute noch zur Kompanie zurückfliegen. Zehn Tage später. Nach der doch schwereren Verbundung bin ich endlich wieder bei der zweiten Abteilung gelandet. Es war gut, dass ich schon da war, denn ich wurde sehr nötig gebraucht. Nachdem ich meine Kompanie hier entladen hatte, bin ich gleich wieder zum Einsatz gekommen. Es war sehr dringend, dass wir kamen, denn die ganze Geschichte hängt hier am seidenen Faden. Unsere Anfangserfolge sind zufriedenstellend. Während meiner Abwesenheit hat sich natürlich so allerlei ereignet. Elf Tote hat die Kompanie in der Zeit. Ein frisch beförderter Leutnant ist auch gefallen. Ein paar Tage später. Da ich jetzt noch etwas Zeit habe, will ich dir noch schnell schreiben. Meine Briefe verfasse ich alle auf den Knien. Heute ist Sonntag, und ich kann wohl behaupten, dass wir hier vom Sonntagsfrieden leider nichts merken. Im Gegenteil, es geht ziemlich munter zu, und ich würde die Kompanie so gerne in die wohlverdiente Ruhe schicken. Geschlafen habe ich in den letzten Tagen und Nächten kaum, denn immer war etwas los. Obwohl ich erst kurze Zeit wieder hier bin, habe ich doch schon allerhand Rabatz mitgemacht. Gestern. Schossen wir ein schweres Sturmgeschütz, zwei schwere Panzer und drei LKW mit nur fünf Panzern ab. Es hätten vielleicht auch noch mehr sein können, aber durch die Ermüdung der Kompanie und durch die große Hitze war der Angriffsschwung meiner Kommandanten nicht sehr forsch. Ich habe mich natürlich darüber geärgert und nach dem an sich erfolgreichen Angriff sah ich mich gezwungen, bei meinen Begrüßungsworten, den ersten Wort nach meinem Wiederkommen, die Kompanie auf Vordermann zu bringen. Natürlich brauche ich nicht zu schreien, aber ein paar ernste Worte der Ermahnung genügen meistens schon. Denn ich mache es höchst selten. Wenn aber, dann weiß jeder, wie es gemeint ist. Eben meldet der Funk einer meiner Zugführer, dass etwa 30 Panzer im Angriff auf unseren rechten Flügel sind. Ein paar Tage später. Gestern haben wir insgesamt mit nur fünf Panzern 18 schwere russische Panzer abgeschossen und drei beschädigt. Solch eine große Anzahl hat wohl bisher noch keine Kompanie des Regiments aufzuweisen. Der General sprach der Abteilung seine besondere Anerkennung aus. Ein paar Tage später. Verwundet war ich auch schon wieder, aber nur ganz leicht. Zeitweilig bin ich ein paar Tage Kommandeur der Abteilung gewesen, weil unser Kommandeur mit mir zusammen verwundet wurde. Es geht in diesem Brief alles etwas durcheinander. Aber ich bin auch so ziemlich durcheinander. Ein Obergefreiter, den habe ich wegen Tapperkeit vor dem Feinde zum Unteroffizier befördert, und auf Befehl des Generals wurde er zum Ritterkreuz eingegeben. Für einen anderen Unteroffizier wurde der Antrag zur Verleihung des deutschen Kreuzes in Gold gestellt. Beide haben entscheidend zum Gelingen unseres großen Erfolges beigetragen. Vielleicht kann ich dir heute noch mehr schreiben. Zurzeit ist es allerdings nicht möglich. Danke auch unserem Herrgott dafür, dass er mir so viel Kraft in dieser schweren Zeit meines bisherigen Lebens geschenkt hat und dass er mich mit meinen Soldaten über alles menschliche Verstehen hinaus bewahrte. Ein paar Tage später. Wir sind tatsächlich zehn Tage lang nicht aus dem Panzer herausgekommen und wir haben kaum geschlafen, gegessen oder uns gewaschen. Nachdem ich jetzt schon zwei Tage hier hinter dem Tross bin, um den angesammelten Schriftkram zu erledigen, stelle ich fest, dass man je mehr man arbeitet, desto mehr hat man zu tun. Dieser Papierkrieg ist einfach zum verrückt werden. Du glaubst gar nicht, was man da alles zu tun hat. Zum Beispiel Briefe an die Angehörigen der Gefallenen schreiben, Anträge für Auszeichnungen vorbereiten, Schirmmeister, Funkmeister und Waffenmeisterkram erledigen. Und weil meine Kompanie die ganze Schwere des Angriffs zu tragen hatte, müssen die vielen Gefechtsberichte die bis nach oben, also auch zum OKH, zum general Guderian und so weiter, zwecks Auswertung der gemachten Erfahrung gehen, geschrieben werden. Ich beneide oft meine Männer, die jetzt stundenlang an ihre Frauen, Bräute und so weiter schreiben können. Und ich selbst kann nur von Zeit zu Zeit mal ein paar Minuten dafür erübrigen. Wieder ein paar Tage später. Natürlich wurde es gestern nichts mehr mit dem Weiterschreiben. Wir wurden nämlich an einen anderen Frontabschnitt verlegt, an dem es anscheinend wieder brennt. Jetzt sind wir das reinste Frontausbügelungskommando geworden. Eben kommt ein Melder und bringt die Nachricht, dass Oberfunkmeister Alter seinen Verletzungen erlegen ist. Ich habe ihn noch selbst verbinden helfen, und so schlimm sah es gar nicht aus. Er hielt sich wie ein Mann. Den ganzen Tag über war er am Panzer und erst gegen Abend wollte er zu mir kommen um sich über die größere Lage zu orientieren. Nur ein paar Meter vor meinem Panzer hat es ihn erwischt. Sehr, sehr schade um ihn, denn er war ein Mordskerl und wäre vielleicht später auch Offizier geworden. Ach weißt du, mit meiner Kompanie habe ich viel Freude, aber auch manchen Ärger und oftmals Kummer. Vereinzelt gibt es bei uns auch Soldaten, die mit den Nerven nicht mehr können. Menschlich gesehen kann ich es oft verstehen, aber dienstlich darf ich es nicht. Wenn man nicht selbst Frontsoldat wäre, würde man wohl die Betreffenden vor ein Kriegsgericht stellen. Aber so übe ich dann doch stets Nachsicht. Ein paar Tage später. Wahrscheinlich hätte ich dir jetzt einen Gruß schicken können, wenn ich nicht verpflichtet gewesen wäre, wieder einige Zeit beim Trost zu sein. Die Sache kam nämlich so. Anfang September führte ich ein recht erfolgreiches Unternehmen und hatte den Auftrag, zwei Dörfer einzunehmen. Nachdem wir die ziemlich heftig feuernde Pack und die anderen Geschütze vernichtet hatten, gab ich den Befehl zum Einbruch in das Dorf. Es brannte und qualmte natürlich fürchterlich, und so ein Häuserkampf ohne begleitende Infanterie ist sehr, sehr schwer für unsere Panzerleute. Es kann nur gelingen, wenn man seine Kompanie fest in der Hand hat. Das gelang mir auch, aber dann wurde ich durch Panzerbüchsenbeschuss am Hals, Schultergelenk und der linken Hand verwundet. Es war die neunte Verwundung und sie ist nicht ernsthaft. Jetzt trage ich einen schönen Halskragen und nun ist der linke Arm dran, in der Binde zu stecken. Ich werde mir gleich eine Spritze geben lassen und wünsche mir einen gesunden Schlaf. Wieder ein paar Tage später. In einem deiner letzten Briefe meinst du, dass ich ein Held bin und dann mich sogar ein Helden. Schreibe das bitte nicht wieder, denn ich habe dir ja schon des öfteren geschrieben wie es manchmal auch bei mir im Innersten aussieht. Einen Helden stelle ich mir jedenfalls anders vor. Und ich habe bisher noch keinen Menschen kennengelernt, der ein Held war, oder alle unsere Soldaten hier vorne sind Helden. So richtig schlapp bin ich hinten geworden und habe zu keiner Sache den notwendigen Schwung. Wenn man nämlich vorne ist, hat man gar keine Zeit, um krank zu sein. Einmal zum Beispiel standen wir mit unseren Panzern am Waldesrand und die Granaten krachten nur so um uns herum. Die Tage waren vorher schon sehr schwer, da wurde mir einigermaßen übel, dass ich mich am liebsten zum Arzt hätte fahren lassen. Nun, das ging in dieser Lage natürlich nicht, und was hätten meine Männer dazu gesagt? Also stieg ich einfach aus und ging zum nächsten Panzer, bei dem ich eine Flasche Schnaps wusste. Nachdem ich einen kräftigen Schluck genommen hatte, konnte ich wieder zurück zu meinem Fahrzeug gehen und siehe da, es war mir besser. Auf dem Rückweg schoss ein freundlicher Russe noch durch mein Hosenbein durch, ohne meine Wade nur zu streifen. Ein paar Tage später. Seit vorgestern vermisse ich wieder drei meiner besten Soldaten. Ihr Panzer wurde abgeschossen und, nachdem zwei Mann der Besatzung zurückkamen, um Verstärkung zum Abholen des schwer verwundeten Fahrers zu holen, haben wir nichts mehr von dem Verbleib der anderen drei gehört. Es ist anzunehmen, dass sie von den Russen geschnappt wurden. Für mich ist diese Ungewissheit natürlich bedeutend belastender, als wenn die Männer gefallen wären. Was schreibt man da bloß den Angehörigen? Ja, solche Sorgen bedrücken den Kompaniechef so ganz nebenbei auch noch sehr. Diese Briefe sind innerhalb von zwei Monaten geschrieben worden. Das waren Auszüge davon über den verbleib des oberleutnants ist nichts bekannt ja in diesem sinne soll es das auch gewesen sein ich will das nicht über gebühr in die länge ziehen ich appelliere natürlich immer wieder an euch alle die das hier schauen wenn ihr solche gefechtsberichte habt aus der familie oder wisst wo es steht oder ihr habt ja aufzeichnungen von, von irgendwelchen panzerabteilungen regimentern oder wie auch immer die nicht immer an der öffentlichkeit schon oder die man nicht öffentlich zugänglich die nicht öffentlich zugänglich sind, würde ich mich freuen über einen Hinweis, dann kann ich das auch hier vortragen. Ich freue mich über jeden Kommentar, den ihr schreibt, über jeden Daumen hoch. Ein like ist immer super. Kanalmitgliedschaft seht ihr am Ende nochmal. Und ich kann euch nur sagen, ich hoffe, ihr bleibt alle gesund in dieser verrückten Zeit und bleibt dem Kanal treu. Bis dann.